Ich bin auch wirklich inkompetent. Ja, oh, Herrgott. Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem Chef Fifth und heute gibt es eine neue, bezaubernde, hinreißende Folge Minecraft Sunrise mit der beste Luca. Hallo Luca. Hallo. So, und nachdem ihr jetzt letztes Mal ein bisschen Überblick bekommen habt, was so gerade momentan bei in der Welt von Minecraft Sunrise los ist, sind wir jetzt mal ein bisschen aktiv und produktiver und... mein Mikrofon, Hilfe, aua, ich muss ein bisschen einschätzen. So, und fangen jetzt mal im Groben und Ganzen mit dem, Bau des Hauses an, beziehungsweise mit dem Grundriss. Wie gesagt, ich will die Folge ein bisschen kürzer halten. Und ja, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach mal damit, dass wir uns erstmal eine Kiste machen, wo wir... Habe ich noch eine Kiste? Nein. Ich habe hier so viel hingestellt, hier werde ich sicherlich einhalten können. Genau, die ist leer. Ich habe mir jetzt nur schnell Eisenwerkzeuge gemacht, mir ist nicht passiert. Ich baue mir jetzt hier mal eine Kiste hin, wo ich Sachen rein tue, die ich für den Hausbau brauche. Einerseits brauche ich das Wood, da fällt mir das auf, ich muss nachpflanzen. Sonst kriege ich selbst einen Strike und ja, da bin ich auch konsequent, keine Sorge. Machen wir hier wieder einen schönen dichten Wald draus. Ja, aber ein paar Bäumchen vor der Tür zu haben, kann nie schaden. Ich habe hier ein Blackboard dran gemacht, wo ich halt jetzt alles Wichtige immer dran pinne und dann laufe ich immer zu den einzelnen Leuten hin und plant den Schild ins Haus, guck ans Blackboard, beziehungsweise an so ein schwarzes Blatt halt, ja, ist halt ziemlich das gleiche. hier ist halt voll tatsächlich teilweise dicht. Den müssen wir vielleicht mal unter Umständen ein bisschen eindämmen, aber that's not of my business right now, sondern jetzt will ich halt einfach nur garantieren, dass hier auch jeder angemessen Holz zur Verfügung hat, zumindest in meiner Umgebung. Und abernten natürlich auch mal gleich das Feld. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, da steht doch, man darf kein Getreide abbauen, wieso erntest du? Ja, das ist ja auch Deko, aber irgendwie muss ich jetzt auch erstmal überleben, Luca und ich logischerweise. Und wir bauen uns später noch, später bauen wir uns da noch ein paar unterirdische Farmen wahrscheinlich. Und ja gut, ich würde jetzt einmal beginnen hier mit dem Ausheben des Grundbaus. Und ich glaube, ich stelle mal die Sounds mal dafür leiser. Und da sieht man schon, ich habe mich jetzt schon hier, ich habe einfach nach einer falschen Fackel gedrängt gehabt. Die hat mich gerade verwirrt, die Fackel. Weil die gehört nicht zu meinem, ich habe logischerweise, oder was ist logischerweise, grandioserweise den Bauplan, sagt schnell, habe ich mit Fackeln gebaut und da steht teilweise noch ein paar random Fackeln rumstanden, hatte ich da auch ab und an ein bisschen Problem. Aber alles im Einfach schon funktionieren. Wie gesagt, wir wollen im Mittelalterstil bauen. Es wird ein bisschen größer, das Haus. Es wird zweistöckig, glaube ich, werden. Und ja, ich habe ja angekündigt, wenn es um die Feinheiten geht, weil das, da brauche ich ewig, da bin ich ziemlich inkompetent, das sage ich auch gerne. Da werde ich das zwischen den Folgen machen oder Livestreams oder sonst wo. Und dann werdet ihr in den Folgen und natürlich auch in den Sunrise News, welche gestern oder heute, wenn ich die Folge aufnehme, gekommen sein müssten. Dies nochmal vertiefen, darauf eingehen, das heißt, ihr werdet dann nichts verpassen. So, gut, ich werde jetzt erstmal jeden Block, auf dem eine Fackel steht, durch. Guck mal, da kann ich doch jetzt mal richtig Hacker-like sein. Und zwar mache ich jetzt so, tu mir das in die Offhand, nimm das in die Mainhand, kann dann hier einfach direkt die Baumstämme planten. Und hoffentlich bin ich dafür dann nicht zu inkomplett. Was mir jetzt gerade direkt auffällt, nee, okay, ist kein Fehler. Haha, ich dachte schon, ich hätte jetzt direkt einen Fehler gemacht. Das wäre es natürlich gewesen. Ja, das soll ein schönes, etwas größeres Mittelalterhaus sein. Ich hoffe, dass uns das auch gelingen wird. Wie gesagt, wenn nicht, dann da dürft ihr durch mich flamen. Luca hat damit relativ wenig zu tun. Oder übernimmst du die Verantwortung dafür, Luca? Nein. Nein. Schrecklich das Haus. Du kannst ja in dem Schuppen wohnen, wo du herkommst. Oder nee. Wir haben hier eine Brücke. Das heißt, also du kannst unter der Brücke wohnen. Das passt doch. Ne? Ja, machen wir. Ja, dann ziehen wir unter die Brücke, da wo du herkommst. Wie ich das denn selber mache? Einfach irgendwo 5 Kisten hinbauen und dann für dir, dann schon besiegt und immer noch kein Haus. Ja. So spielt, jetzt wissen wir, wie du Minecraft spielst, jetzt können wir dich hacken. Das hat uns jetzt grundlegende Basisinformationen über dein Leben gegeben. Ich brauche jetzt nicht das... oh scheiße, wir müssen uns Cleanstone schmelzen. Ich fange mal direkt damit an und ich mache mal direkt ein paar mehr Öfen, denn ich möchte teilweise auch Stonebricks zum Bauen verwenden. Und ja, da braucht man nun mal Cleanstone für und dafür braucht man nun mal Öfen. Und ich habe mir gerade ernsthaft Holzplanken gemacht, damit ich Öfen baue. Luca, was ist, also dass ich sonst einen an der Birne habe, ist ja nichts Neues, aber dass ich so durch bin, das ist ja jetzt schon, doch, ja, nicht allzu gewöhnlich.
Oder wie siehst du das? Sagst du, ich bin immer so drauf, dass ich mit Holzplatten Öfen bauen will? Ah, so krass bist du noch nicht, ne? Ah, danke. Ja, mich hat es auch sehr gefreut, als mir jetzt neulich... Was? Oh, mein Herz. Es brennt für mich. Du liebst mich, Luca. Ich bin Lava gefallen. Ich konnte mich aber noch retten. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Die Kulti 1 regelt. Hast du eigentlich irgendwas Geiles bisher gefunden so? Jetzt also noch ein paar neue Dias? Drei Dias gefunden. Ja gut, ist besser als keine Dias, ne? Oh, ich schild Puls auf 3000. Ja, wir mal ganz gesund. Für den Bogen auf Stärke 4 verzaubern. Please, ja, kann er durchmachen, ist mir recht. Ich habe das Gefühl, es ist so scheiße, stunkel. Ist lächerlich. Ich brauche jetzt aber das hier auch noch Cobblestone. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug. Ja gut, Cobblestone habe ich eigentlich immer genug. Warte mal. Oh, hier sind noch mehr Dias. Ich hab gerade, das ist super, aber ich habe gerade gemerkt, dass mir jetzt schon ein Fehler passiert ist, denn bei Mittelalterhäusern ist es so, dass man außen einen Rahmen hat und das Haus selbst dann eine Stufe weiter nach innen liegt, die Hauswand. Ihr werdet ja bald sehen, was ich meine. Und deswegen, die ganzen Holzblöcke hier auf dem Boden, das werden später die Rahmen. Und innen, da fängt dann die Wand an mit... Ach, ich bin auch wirklich inkompetent. Ja, Herrgott. Mit... So, schnell hier. Mit diesen wunderschönen Steinen. Ich hoffe dann nur, dass das groß genug ist. Ich weiß nicht, ob du deswegen mal vielleicht... Oh, hier sollen keine Steine hin. Ob du deswegen vielleicht mal... sag schnell, hochkommen willst. Du machst das bestimmt super. Um das zu inspizieren. Ja, aber da fällt mir auf, ich hab hier irgendwie Spaß hingebaut. Hilfe. Hilfe. Es muss alles weiter nach links. Ich dachte mir gerade so, okay, nicht direkt unter einen abbauen. Geh zur Seite, bau den Block an, ab, darunter war der Arme. Oh, ja. Ja, mir fällt gerade auf, dass ich... Ach, jetzt wisst ihr, wieso ich gesagt habe, dass ich das eigentlich in Streams bauen möchte oder halt offstream, weil sowas passiert mir relativ häufig, dass ich halt einfach gerade Schwachsinn baue. Schon die Grundriss, woher Schwachsinn ist, ich kann das zum Glück relativ einfach ausmerken, ich muss nur ein paar Blöcke weiter nach innen. Ich habe mich schon eben gewundert, hey, der ist doch ein bisschen klein geraten, so, ne? Aber gut, dass es mir jetzt schon aufgefallen ist und nicht erst während ich da am Werkeln bin. So Leute, ich habe jetzt mal den Grundriss korrigiert. Ich habe mich eben schon die ganze Zeit gewundert, ob das nicht minimal klein wäre. Ich weiß nicht, doch ich glaube, das liegt dann so ganz gut. Haben wir hier nach oben freie Fläche nach vorne. Ansonsten vielleicht das hier einen abkürzen und das zum einen verlängern. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube eigentlich, also ich kann mir gut vorstellen, dass das... Ah, Hilfe, ich will da drauf. Ich kann mir gut vorstellen, dass das schon ordentlich aussieht, weil sonst müsste ich halt das Ei nach hinten setzen. Jetzt bis dahin gehen und hier schon enden. Nee, ich glaube, wenn man so kommt, dann passt das von dem Längenverhältnis her. So, jetzt muss ich auch noch die richtigen Sachen hier ausheben und nicht den totalen Schwachsinn wieder machen wie eben. Aber das ist so, dass ich eben so einen Stuss gebaut habe, das ist sogar für mich schon verwunderlich. Also... Sag mal, was du willst. Ach, ich kann ja auch einfach drauf gehen. F drücken. Juhu. Ja, so viel dazu. Dass ich keinen Stoß mehr bauen will. Das ist, ja, ich habe da leicht die Gabe. Ich denke mir so, ach, so sieht der Grundriss aus. Ja klar, den kann ich nachbauen. Und dann fange ich an zu bauen. Und dann baue ich weiter. Und, surprise, surprise, ich verbaue mich. Aber mir fällt das erste zum Schluss auf. Diesmal war ich glücklicherweise davon verschont geblieben. So, das nächste, was wir tun werden, ist diesen Innenrahmen einmal mit Cobblestone füllen. Hier habe ich mir überlegt, dass es nur nicht so weit darüber geht, dass ich hier wirklich einen schönen Anbau, also einen Tiefenbahnanbau baue. Ich glaube, ich lasse das so, beziehungsweise korrigiere das noch ein bisschen. Aber das passt dann tatsächlich so ganz gut. Und ich bin jetzt mal so frech und setze einfach mal Time is at 0. So, und das Weather wieder auf Clear. Ich weiß nicht, wieso ich da immer ein bisschen mit struggle. Boah, die Blöcke sehen aber jetzt auch schon nice aus, muss man sagen. Ich mag es halt einfach lieber einen dicken Heller in meinen Aufnahmen. So, ich habe jetzt ja auch nochmal an jeder Stelle hier so Pillar, Säulen hochgezogen. Und die bilden halt den äußeren Rahmen. Da kann man jetzt gleich, ich verbinde hier auch nochmal alles schön hier
Da kann man dann gleich sicherlich einen besseren Überblick darüber erhalten, wie groß und wie viel Fläche in das Haus vereinnahmen wird. Allerdings glaube ich, ist das eine gute Größe. Ich meine, wir müssen ja auch schließlich zeigen, welcher der Projektleiter ist, ne? Und sein Gehilfe. Ja, man darf sich jetzt nicht von so einfachen Teilnehmern unterkriegen lassen. Man muss das zeigen, ne? Das ist keine Frage. Aber ich finde, das ist einfach... Oh, kann ich mal aufhören? Ich brauche mal gleich wieder Getreide. Also gleich muss ich mal ein bisschen farmen gehen. Ich finde, von der Größe her passt das ziemlich gut. Und wir müssen nämlich noch... Ich möchte den Boden... Luke und ich möchten den Boden aus Oakwood haben. Diese Fläche. Also aus Oakwood Planks. Die müssen wir dann nächste Folge farmen oder offstreamen. Ansonsten bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Verpasst auf keinen Fall die Sunrise News. Die kommen jeden Samstag oder Sonntag. Je nachdem, wie ich das jetzt aufnehmen werde. Huiuiui. Und dann würde ich sagen, falls euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Es ist durchaus möglich, dass diese etwas kürzer ist, weil ich genug wegschneiden werde. Aber ich glaube, wir haben für diese Folge auch schon einiges geschafft. Falls ihr Vorschläge habt, wie das Haus aussehen soll oder was wir sonst noch bauen sollen, bauen können, tun und unternehmen sollen. Falls ihr Vorschläge für sonst was habt, dann könnt ihr die immer gerne raushauen. Dafür sind die Kommentare da. Ich lese mir jede einzeln durch. Ist ja noch sehr übersichtlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.